Dann grüße ich alle. Herzlich willkommen. Wir reden heute über Geschichte. Wessen Geschichte ist es? Und wenn ja, wie viele? Wir reden über die Geschichtsdeutung der extremen Rechten. Und dabei ist klar, Geschichte ist vieles, aber sicherlich keine Sammlung von eindeutigen Fakten. Also wird Geschichte erzählt, wird interpretiert, wird gedeutet und auch unterschiedlich gedeutet. Und das ist alles auch überhaupt nicht besonders problematisch. Problematisch wird es dann, wenn Geschichte gedeutet wird oder genutzt wird, um ein extrem rechtes Weltbild zu untermauern. Ja. Wenn Geschichte genutzt wird, um beispielsweise auch die Demokratie, wie wir sie kennen, anzugreifen, die politische Ordnung, ja, zu sehr stark in Frage zu stellen. Und damit beschäftigen wir uns heute in dieser Landau Peace Lecture mit Michael Sturm. Michael Sturm befasst sich mit dieser Aneignung von historischen Orten und Traditionen durch Rechte, Extremrechte und auch mit den Möglichkeiten von politischer Bildungsarbeit darauf zu reagieren. Annalena Groppe, die Mitarbeiterin der Friedensakademie, die Sie hier auch sehen, wird Michael Sturm gleich nochmal ausführlicher vorstellen. Das mache ich jetzt nicht. Ich will aber ganz gerne vorab noch ein paar Worte zu den Landau Peace Lectures sagen. In dieser Vortragsreihe der Friedensakademie laden wir regelmäßig Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen ein, um verschiedene Vorträge zu halten zu friedenswissenschaftlichen, friedensrelevanten Themen. Dieses Mal richten wir die Landau Peace Lecture in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung aus. An dieser Stelle also schon mal ein großes Dankeschön an die Landeszentrale für die freundliche Unterstützung. Und dieses Mal richten wir die Landau Peace Lecture online aus. Wir hoffen, dass wir das irgendwann auch wieder vor Ort in Landau machen können. Ich muss aber sagen, online, das hat heute auch gewisse Vorzüge. Wir haben eine ganze Reihe von Anmeldungen bekommen von interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern und vor allem sehr vielfältige Zuhörer und Zuhörerinnen oder Angemeldete. Ja. Wir haben Interessenten, Teilnehmer, Zuhörer von der Landeszentrale für politische Bildung. Unter anderem hat sich Bernhard Kukatzki dazu geschaltet. Wir haben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von verschiedenen politischen Bildungsinstitutionen. Wir haben Engagierte aus der Region, die sich gegen rechts engagieren. Wir haben Studierende hier im Publikum. Wir haben einfach ja sehr, sehr vielfältigere Zuschauer, würde ich mal sagen, als sonst. Und das ist natürlich schön. Wir hatten sogar einen Dr. Philipp Jakob Siebenpfeifer, der sich angemeldet hatte. Da waren wir erst mal ein bisschen irritiert. Und nein, es war natürlich nicht der Initiator und Redner des Hambacher Festes von 1832, sondern entpuppte sich als Schlossführer, der sonst als Siebenpfeifer verkleidet Gäste durch das Hambacher Schloss führt. Also Sie alle begrüße ich wirklich sehr herzlich und freue mich, dass der Vortrag auf großes Interesse stößt. Und jetzt sage ich nur abschließend noch ein bisschen was zum Format. Also Sie sind als Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht sichtbar. Nur wir sehen Ihren Namen. Das heißt, wir wissen auch nicht, ob Siebenpfeifer heute im historischen Kostüm zuhört. Aber trotz allem können Sie sich aktiv an der Diskussion beteiligen. Und das hoffen wir und wünschen wir uns natürlich auch. Und das machen Sie, indem Sie nach dem Vortrag in den Chat gehen. Also Sie finden ganz unten auf Ihrem Bildschirm das Symbol für Chat. Und wenn Sie da drauf gehen, dann können Sie Fragen an Herrn Sturm richten, die Annalena Groppe dann auch weitergeben wird und die wir dann gerne diskutieren. Es wäre dann sehr freundlich, wenn Sie das nicht sowieso schon gemacht haben, bei der Anmeldung, dass Sie dann Ihren Vor- und Nachnamen angeben, damit wir einfach wissen, wer Sie sind und sich natürlich an die üblichen Höflichkeitsregeln halten. Und ein letztes Wort noch zu den Anstandsregeln hier sozusagen auf Zoom.
Wichtig ist auch, dass Sie die Veranstaltung bitte nicht aufnehmen oder mitschneiden. Das machen wir selbst und wir werden dann auch in wenigen Tagen einen Mitschnitt der Veranstaltung auf unseren YouTube-Kanal stellen. Das heißt, wenn Sie dann nochmal Interesse haben oder andere nochmal Interesse haben, dann können Sie sich das Ganze nochmal ganz in Ruhe anschauen. Gut, so viel erstmal von mir. Jetzt gebe ich weiter an Annalena Groppe und dann natürlich auch an Michael Sturm. Ja, hallo und auch von mir einen schönen Abend. Mein Name ist Annalena Groppe. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedensakademie und dort tätig in einem Projekt, das sich mit friedenspädagogischen Potenzialen in, ja, wir nennen das polarisierenden Konflikten um Demokratie tätig bin. Und das wird von der Landeszentrale für politische Bildung gefördert, ja, wo ich auch nochmal herzlichen Dank sage, dass wir heute Abend auch diese Veranstaltung in dem Rahmen umsetzen können. Ja, in solch polarisierenden Konflikten um Demokratie wird eben auch immer wieder auf historische Ereignisse Bezug genommen, um nationalistische, völkische oder autoritäre Deutungen von Demokratie ja zu propagieren und zu normalisieren. Hier regional ist das eben sichtbar in den jährlich stattfindenden Treffen von Akteurinnen, ja, von rechten Akteurinnen auf dem Hambacher Schloss unter dem Titel des sogenannten Neuen Hambacher Festes. Ja, und ich und wahrscheinlich auch viele Leute im Publikum fragen sich, ja, wie können wir diese Bezugnahmen und Umdeutungen in ein größeres Bild rücken und als Teil rechter Geschichtspolitik verstehen? Und ja, was kann eigentlich eine politische Bildungsarbeit, ja, die auch ein wichtiger Teil von Friedenspädagogik darstellt, an dieser Stelle leisten? Deswegen freue ich mich heute Abend besonders, dass wir Michael Sturm als Referenten der Landau Peace Lecture gewinnen könnten, der als ja, Historiker, Rechtsextremismusforscher und aber auch als Akteur der historisch-politischen Bildungsarbeit sehr relevante Perspektiven hier zusammenbringt. Er ist pädagogisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Villa Ten Hompel der Stadt Münster, ein Geschichtsort auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Als ehemalige Fabrikantenfabrik bis zur Weltwirtschaftskrise, dann im Nationalsozialismus als Sitz der Ordnungspolizei und im Nachkriegsdeutschland als Ort der Entnazifizierung und Dezernat für Wiedergutmachung. In diesem Rahmen hat Herr Sturm zahlreiche Veröffentlichungen auch zum Thema der Polizeigeschichte herausgegeben. Aber er beschäftigt sich darüber hinaus eben auch mit Strategien der Extremrechten. Nicht zuletzt ist an der Villa Ten Hompel in Münster eben auch die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus angesiedelt, die ja wahrscheinlich vielen von Ihnen ein Begriff ist und eben auch bundesweit immer, also an verschiedenen Orten gibt es mobile Beratungsstellen dieser Art. Herr Sturm hat sich in diesem Rahmen intensiv mit Geschichtspolitik und Erinnerungsorten der extremen Rechten beschäftigt und auch dazu veröffentlicht. Zuletzt im Jahr 2019 mit dem Verein Gegen Vergessen für Demokratie und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in einem Sammelband zur Vereinnahmung von Demokratiegeschichte durch Rechtspopulismus. Ja, aber nun möchte ich mit meiner Vorstellung auch nicht noch mehr Raum einnehmen, sondern bedanke mich schon mal herzlich für die Einblicke und wünsche uns allen ja gewinnbringende Perspektiven und ja, gebe das Wort weiter an Michael Sturm. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und ja, die Einladung hier zu dieser ja für mich auch ein bisschen ungewöhnlichen Veranstaltung, also hier im Online-Format im Grunde jetzt Sie als Teilnehmende sozusagen nicht sehen zu können, ist natürlich eine Herausforderung, weil im Grunde Veranstaltungen dieser Art, Vorträge, aber auch Seminare, die wir viel machen, natürlich immer von der Interaktion leben und die ist hier natürlich jetzt sehr stark eingeschränkt. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Gerade im Hintergrund läuteten hier noch die Glocken, was also darauf hinweist, dass ich tatsächlich in Münster sitze, eine ja sehr stark von Kirchen sozusagen geprägte Stadt, wo ständig die Glocken läuten. Aber ich hoffe, dass das jetzt hier die Veranstaltung nicht weiter beeinträchtigen wird. Ich würde auch gleich sozusagen starten und
werde Ihnen hier meinen Vortrag mit einer Präsentation begleiten. Ich hoffe, Sie sehen alles gut und Sie verstehen mich auch gut. Ich würde Sie bitten, dass Sie mir zunächst folgen, sozusagen in das vergangene Jahr. Bin ich auf einen Post einen Facebook-Post aufmerksam geworden, der am 11. Juli 2020 von Tino Chrupalla, Bundessprecher der AfD, veröffentlicht wurde auf seiner Facebook-Seite. Er zeigte sich da sehr begeistert unter in deren Großbuchstaben gesetzten Überschrift Hambacher Fest 2020 jubelte er, Zitat, ein toller Tag für jeden Patriot und Volksliedsänger, Zitat Ende. Am selben Tag hatte Chrupalla am neuen Hambacher Fest teilgenommen, das von Max Otte, einem Fondsmanager mit CDU-Parteibuch, aber unverhohlenen Sympathien für die AfD und ihr Umfeld, seit 2018 bereits zum dritten Mal ausgerichtet worden war. Mit der Veranstaltung im Hambacher Schloss, jenem Ort also, an dem zwischen dem 27. Mai und dem 1. Juni 1832 bis zu 30.000 Menschen teilgenommen hatten, um angesichts der autokratisch-restaurativen Verhältnisse in den deutschen Kleinstaaten für Presse- und Versammlungsfreiheit, Bürgerrechte und nationale Einheit zu demonstrieren, versuchten Otte und die Teilnehmerinnen seines Festes, sich in die Tradition der damaligen Protagonisten zu stellen und deren historische Aura für ihre gegenwartsbezogenen politischen Agenda zu nutzen. Deren Grundtenor lautete, könnte man zusammenfassen, in Deutschland herrsche mittlerweile wieder Zensur, vergleichbar mit dem Jahr des Hambacher Festes 1832 und den Zeiten des Vormärzes. Auch wenn die während der Veranstaltung von verschiedenen Rednerinnen im Hambacher Schloss vorgenommenen Analogien, Sinn- und Traditionsstiftungen zwischen der sozialen Bewegung der frühen 1830er Jahre und den gegenwärtigen Akteurinnen in vielerlei Hinsicht hinken, ja geradezu anmaßend erscheinen, ist doch zu konstatieren, dass aus sozialwissenschaftlicher Perspektive in Deutschland seit etwa spätestens Ende 2014 eine politische Strömung entstanden ist, die ich auch in Übereinstimmung mit Teilen der Forschung als neue soziale Bewegung von rechts bezeichnen möchte. Sozial meint in diesem Fall nicht im sozialpolitischen Sinne, vielmehr ist damit deren gesellschaftliche Verankerung gemeint. Sie gründet nicht auf den klassischen rechtsextremen Organisationen und Parteien wie etwa der NPD oder dem militanten neonazistischen Spektrum der sogenannten freien Kameradschaften, der Partei Die Rechte oder des Dritten Wegs, also einer bestimmten Szene oder Milieu. Vielmehr wurzelt sie und findet ihren Ausdruck in einer Reihe von Netzwerken, Zeitschriften, Projekten, Internetportalen, mal losen, mal fester organisierten Gruppierungen, ihren oftmals diffusen programmatischen Ausrichtungen durchaus unterschiedliche Schwerpunkte setzen, jedoch im Kern ähnliche Positionen vertreten. Sie sind durch einen vor allem verbal radikalen, aggressiven politischen Stil gekennzeichnet, der klare Trennungen in Freund und Feind vornimmt. Zu dieser neuen sozialen Bewegung von rechts ist die vor allem noch in Dresden auftretende Pegida-Bewegung ebenso zu rechnen wie die identitäre Bewegungen, Gruppierungen und Einzelpersonen aus dem bizarren Spektrum der Reichsbürger, rassistische Hetzblogs wie Political Incorrect, Zeitschriften wie das Kompaktmagazin sowie die zahllosen Facebook-Seiten, in denen Tag für Tag in verrohter Sprache gegen Einwanderinnen, den Islam, die als Kanzlerdiktatorin verunglimpfte Bundeskanzlerin Angela Merkel, das Zitat linksgrün versiffte Establishment oder schlicht die Gutmenschen gehetzt wird. Ein großer Teil der Aktivistinnen, Gruppen und Netzwerke, die hinter den aktuellen Protesten gegen die gesundheitspolitischen Maßnahmen im Kontext der Corona-Pandemie stehen, sind aufgrund der dort verbreiteten Narrative und Positionen ebenfalls zu dieser neuen sozialen Bewegung von rechts zu zählen. Die AfD wiederum firmiert gleichsam als parteipolitischer Ausdruck dieser Bewegung beziehungsweise versucht sich entsprechend als solche zu inszenieren.
Dabei ist es, koordiniert sie keineswegs die einzelnen Teilströmungen, greift aber immer wieder deren Rhetorik auf, spitzt sie teilweise zu oder mildert sie ab, teilt jedoch im Großen und Ganzen eine Reihe von Grundpositionen und Ressentiments mit den anderen Protagonisten dieser sozialen Bewegung. Es ist ein Politikstil, den ich hier als rechtspopulistisch oder besser als völkisch-autoritären Populismus bezeichnen möchte. Dieser ist, so argumentiert der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller, dadurch gekennzeichnet, dass deren Vertreter einem imaginierten, Zitat, moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstellen, wobei diese Eliten eigentlich gar nicht wirklich zum Volk gehören. Zitat Ende. Rechtspopulisten vertreten nichts Geringeres als den moralischen Anspruch, dass einzig sie das wahre Volk vertreten, während alle anderen vermeintlichen Repräsentanten der Bürger auf die eine oder andere Weise illegitim seien. Bemerkenswert ist, dass im Rahmen dieses Politikverständnisses, wie auch für die Mobilisierung der Gruppen und Netzwerke der sozialen Bewegung von rechts, der Verweis auf Geschichte eine zentrale Rolle einnimmt. Damit sind nicht nur die spektakulären geschichtspolitischen Provokationen eines Björn Höcke gemeint, für die dessen berüchtigte Dresdner Rede vom Januar 2017 zum Symbol geworden ist, oder Alexander Gaulands Forderung nach einem Schlussstrich unter die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit verknüpft mit dem Postulat, wieder stolz sein zu dürfen auf die Leistungen der deutschen Armeen in den beiden Weltkriegen, die er im September 2017 beim sogenannten Kyffhäuser-Treffen des völkisch-nationalistischen Flügels der AfD proklamierte. Die AfD, aber auch andere Protagonistinnen der sozialen Bewegung von rechts versuchen auch andere Orte und historische Ereignisse gleichsam als Kulisse für ihre gegenwartsbezogenen politischen Vorstöße zu nutzen. Zu nennen ist hier etwa neben dem Hambacher Schloss, der Friedenssaal des Münsteraner Rathauses, das Hermannsdenkmal in Detmold oder die Bezugnahme auf die Revolution von 1848. Im Folgenden möchte ich vor allem zwei Fragen und Aspekte näher beleuchten. Erstens möchte ich die aus meiner Sicht für das Geschichtsverständnis der AfD und ihres Umfelds zentralen Narrative, Topoi und Mythen in den Blick nehmen. Meine These ist dabei, dass es der AfD und ihrem Umfeld in ihrer Geschichtspolitik vor allem darum geht, die für die ihre Rhetorik zentralen Kategorien Volk, Nation und Kultur als exklusive und ethnisch homogen gedachte Einheiten zu konstruieren und diese vorgestellten Gemeinschaften mit scheinbar historischen Argumenten zu legitimieren. Geschichte avanciert in diesem Kontext zum Kulturkampf, in dem ein exklusiv gedachtes Gemeinschaftskonzept gegen ein plurales, inklusives Gesellschaftsverständnis in Stellung gebracht wird. Zweitens möchte ich nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass mein Beitrag ja auch visuell mit einer Abbildung des Hambacher Schlosses angekündigt wurde und im Kontext einer kritischen Auseinandersetzung mit extrem rechten Aneignungsversuchen des Hambacher Schlosses bzw. des Hambacher Festes steht, diskutieren, welche Herausforderungen sich aus den von der neuen sozialen Bewegung von rechts postulierten Geschichtsbildern für eine historisch-politische Bildung ergeben, die sich als inklusiv versteht und sich den Grundsätzen von Kontroversität und Multiperspektivität verpflichtet sieht. Bevor ich nun auf das Geschichtsverständnis der AfD und ihres Umfelds zu sprechen komme, eine grundsätzliche Bemerkung. Der Umstand, dass die AfD und andere extrem rechte Akteurinnen den Rekurs auf Geschichte in instrumenteller Weise nutzen, um ihre politische Agenda mit der Aura historischer Bedeutsamkeit zu versehen, nach innen eine spezifische weltanschauliche Gruppenidentität zu festigen und sich nach außen von anderen gesellschaftlichen Spektren abzugrenzen, ist für sich genommen weder außergewöhnlich noch per se verwerflich. Allenthalben wurden und werden unterschiedliche Parteien und Milieus und Szenen, werden hier Traditionen gestiftet, an denen sich die Vorstellungen von Gemeinschaft herauskristallisieren und reproduzieren sollen. Ganz grundsätzlich stellen Erinnerungs- und Geschichtskulturen immer Konstrukte dar, die sich nicht an einer tatsächlich vermeintlich objektiven Bedeutung des erinnerten historischen Geschehens festmachen, sondern an den Kriterien der Gegenwart orientiert sind. Mit Geschichte und Erinnerung wird im wahrsten Sinne des Wortes Politik gemacht.
Indes sind es meiner Ansicht nach 5 Aspekte, die das Geschichtsverständnis des Rechtspopulismus im Allgemeinen und der AfD im Besonderen in spezifischer Weise prägen. Diese sind keineswegs neu. Es handelt sich vielmehr um Kernbestandteile eines Geschichtsbildes, das in idealtypischer Weise mit den Topoi und Grundpositionen eines Geschichtsbildes verknüpft ist, das nicht zuletzt für den neuen Nationalismus der Zwischenkriegszeit, also zwischen 1918 und 1939, kennzeichnend gewesen ist. Dies wären ein ausgeprägter Kulturpessimismus, den ich hier mal so als Semantik des Niedergangs bezeichnen würde, ein exklusiver Volksbegriff, ein monolithisches Verständnis von Kultur, eine männlich-martialische Ausrichtung und eben jetzt natürlich nach 1945 dazu kommt die Externalisierung des Nationalsozialismus aus der deutschen Geschichte mit entsprechenden Auswirkungen auf dessen erinnerungskulturelle Bedeutung. Wenn ich mit dem ersten Punkt beginne, Semantik des Niedergangs, ist kennzeichnend für die Rhetorik der AfD nämlich ein ausgeprägter Kulturpessimismus, der sich durch nahezu alle Verlautbarungen zieht und sich gegen plurale bzw. heterogene Gesellschaftsentwürfe wendet, von ständigem Niedergang, Werteverfall und der daran geknüpften fundamentalen Bedrohung für das Volk, für die Vorstellung vom Volk als exklusive, homogene Gemeinschaft kündet. Diese Semantik des Niedergangs enthält somit eine notorisch existenzielle, geschichtsmächtige Dimension. Zugespitzt gesagt, es geht immer ums Ganze, um Überleben oder Untergang. Es geht um dichotome, scheinbar unversöhnliche Entwicklungen, die keinen Kompromiss, sondern nur ein Entweder-Oder kennen. Als verantwortlich für die von der AfD und ihren Protagonistinnen beschworenen endzeitlichen Szenarien erscheinen die jetzt, Zitat, dekadenten und in nicht geringen Teilen immer mehr wertbefreiten Spaß- und Freizeitgesellschaften des alten Westens, Zitat Ende, wie etwa Bundessprecher Jörg Meuthen in seiner Rede beim Neuen Hambacher Fest im Mai 2018 behauptete, um im Anschluss daran gegen die, Zitat, Schlafschafe des Westens zu polemisieren. Das Verdikt der Dekadenz, das gegen liberale und plurale Haltungen in Stellung gebracht wird, gehört freilich seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu den zentralen Topoi extrem rechter Rhetorik. Unterstellt wird die Preisgabe einer verklärten, gleichsam überhistorisch gedachten alten Ordnung durch angeblich verweichlichte und gleichmacherische Gesellschaftsentwürfe. Die Semantik des Niedergangs und deren Dramaturgie werden häufig durch Sprachbilder weiter aufgeladen, die gesellschaftliche, politische und kulturelle Entwicklung mit Naturkatastrophen, mit Krankheitsmetaphern oder sonstigen apokalyptischen Szenarien in Verbindung bringen. In diesen Argumentationsmustern zeigt sich nicht zuletzt aber auch, wie sich kulturpessimistische Deutungsmuster mit verschwörungstheoretischen Annahmen verbinden können. Demnach werden besonders die globalen Migrationsbewegungen kaum als Folgen unzumutbarer Lebensverhältnisse, etwa aufgrund von Kriegen, Bürgerkriegen, politischer Verfolgung oder Armut gedeutet, sondern als intendierte und gesteuerte Prozesse, die darauf abzielen, das ethnisch und kulturell homogen gedachte deutsche Volk auszutauschen, in Anführungszeichen, und durch Migrantinnen zu ersetzen. Die Dystopie vom großen Austausch, die in ihrer aktuellen Form vor allem durch den französischen Schriftsteller Renaud Camus geprägt wurde, bildet einen zentralen Bestandteil der Agitation sämtlicher Strömungen der extremen Rechten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und den USA, und wird auch in den Verlautbarungen der AfD und der ihr nahestehenden Protagonistinnen aufgegriffen. So etwa auch von Markus Krall, der als Redner auf dem Neuen Hambacher Fest im Mai 2018 von einer, Zitat, bewusst gesteuerten Völkerwanderung sprach. Ihre Konkretisierung und Personifizierung findet die Vorstellung vom großen Austausch in den extrem rechten und rechtspopulistischen Polemiken gegen den UN-Migrationspakt oder gegen den ungarisch-amerikanischen Finanzinvestor George Soros, der nicht selten mit antisemitischen Untertönen als einer der vermeintlichen Drahtzieher der Migrationsbewegungen nach Europa denunziert wird. Diese verschwörungstheoretischen, antisemitisch aufgeladenen Narrative finden sich freilich auch in anderen Themen und Diskursfeldern, etwa in den Deutungsmustern, wie sie etwa im Kontext der Corona-Demos verbreitet werden. Auch hier scheinen Soros, Bill Gates und andere einen perfiden Plan zu verfolgen, um das Volk zu manipulieren und unter Kontrolle zu bringen.
Die Schlüsselkategorie im Geschichtsverständnis der AfD bildet jedoch, und da bin ich beim zweiten Punkt, wie bereits erwähnt, das in seiner Existenz ständig bedrohte Volk, das in stark personifizierender Rhetorik als Kollektivsubjekt mit gleichsam einheitlichen Wahrnehmungen, Interessen und Feindbildern erscheint. Die Vorstellung vom Volk als Organismus oder als Körper firmiert bis heute als zentraler Topos im Ensemble extrem rechter Grundpositionen. Bemerkenswert ist indessen, dass die grundlegende Frage, wer denn nun eigentlich zum Volk gehören soll, in erster Linie damit beantwortet wird, wer dieser immer wieder beschworenen Gemeinschaft nicht zuzurechnen sei. Anders als ein republikanisches Verständnis von Volk, das, so der Historiker Michael Wild, einen vorwiegend inklusiven Charakter aufweist und als Versammlung von gleichen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern unabhängig von ihrer Hautfarbe, Geschlecht oder religiösem Bekenntnis beschrieben werden könne, stilisieren nationalistisch-identitätspolitische Vorstellungen das Volk zu einer exklusiven Einheit, die ihre Konturen vor allem durch die Abgrenzung gegenüber jenen gewinnt, die kulturell und ethnisch als anders oder fremd konstruiert werden. Auf diesen Mechanismus, das eigene durch die Abgrenzung zum anderen zu bestimmen, hat auch der britische Kulturtheoretiker Stuart Hall mit Blick auf Großbritannien durch seine Feststellung hingewiesen, dass, Zitat, die weißen Engländer nicht deshalb rassistisch seien, weil sie die Schwarzen hassen, sondern weil sie ohne die Schwarzen nicht wissen, wer sie sind. Zitat Ende. Dabei erweisen sich die Zuschreibungen von Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit als statisch, weitgehend unveränderbar und somit gleichsam als überhistorisch, auch wenn ständig, nicht zuletzt in den Verlautbarungen der AfD, historische Argumentationsmuster oder Verweise auf die Geschichte bemüht werden, um die Vorstellungen vom exklusiven Volk zu legitimieren. Zugehörigkeit wurzelt demnach im Mythischen. Eng verkoppelt, und da bin ich beim dritten Punkt, und geradezu konstitutiv für ein derart exklusives Volks, für einen derart exklusiven Volksbegriff, ist ein monolithisches Verständnis von Kultur. Um gegenüber den schon erwähnten vermeintlich existenziellen Herausforderungen bestehen zu können, proklamiert die AfD und ihr Umfeld eine, Zitat, deutsche Leitkultur, die dem, Zitat, Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit dienen soll. Diese sei vorwiegend durch Sprache, aber auch durch einen über alle historische Zäsuren hinweg bestehenden Kernbestandteil an, Zitat, Wertehaltungen geprägt. Kultur, die dem Volk also ihren unverwechselbaren und gleichsam überhistorischen Charakter verleihen soll, bildet somit eine weitere Schlüsselkategorie für das Geschichtsverständnis der AfD. Von Kultur, etwa von deutscher oder abendländischer, wird zumeist im Singular gesprochen. In diesem Sinne erweist sich der Kulturbegriff als statisch, monolithisch und äußerst selektiv. Die Beobachtung, dass Kulturen durch ständigen Wandel, Hybridisierungen, inter- und transnationale Einflüsse geprägt sind und somit vor allem als Prozesse, mithin also als was Unfertiges verstanden werden können, stößt hingegen auf entschiedene Ablehnung. Der Verweis auf Kultur vollzieht sich somit im Rahmen eines konsequenten Freund-Feind-Denkens und spielt nicht zuletzt für die Gegnerbestimmung eine zentrale Rolle. Ähnlich wie der Volksbegriff ist demnach auch der Kulturbegriff in erster Linie exklusiv geprägt. Gleichzeitig soll Kultur, folgt man den entsprechenden programmatischen Ausführungen der AfD, vollständig in den Dienst nationaler Identitätsstiftung gestellt werden. Hans-Thomas Tillschneider, kulturpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, veröffentlichte im November 2017 eine Presseerklärung, in der es dieser Intention entsprechend hieß, Zitat, die Aufgabe des deutschen Theaters war von Beginn an die Vermittlung nationaler Identität. Wenn wir eine starke Theaterkultur wollen, brauchen wir also zuerst eine starke Nationalkultur. Grundlage und Ausgangspunkt jeder Kulturförderung muss ein selbstbewusstes Bekenntnis zur deutschen Identität sein, wie sie allein die AfD vertritt. Zitat Ende. Hinsichtlich wiederum der Frage, welche Stücke und Inszenierungsformen in diesem volkspädagogischen Sinne geeignet seien, blieben die Vertreterinnen der AfD in ihren Ausführungen allerdings niveaulos. Gleichwohl firmieren als Referenzpunkte der immer wieder beschworenen einheimischen Kultur häufig historische und literarische Versatzstücke aus dem 19. Jahrhundert beziehungsweise der Zeit der Romantik.
Hans-Thomas Tillschneider insistierte in der Theaterdebatte darauf, die Bedeutung der Romantik wieder zu stärken, da dies eine Epoche sei, Zitat, in der wir uns gefunden haben. Ein Patriot sei, argumentiert Björn Höcke, wem bei der Lektüre von Eichendorff und Hölderlin warm ums Herz werde. Im Hinblick auf den Geschichtsunterricht fordert die AfD in verschiedenen weiteren programmatischen Verlautbarungen wiederum einen deutlichen Schwerpunkt auf das 19. Jahrhundert und die Geschichte der antinapoleonischen Befreiungskriege zu legen. Schließlich seien die Grundlagen unseres Staates in den Jahren 1813, 1848 und 1871 gelegt worden. In diesem Zusammenhang erscheinen mir bei den historischen Referenzen, die hier bemüht werden, zwei Aspekte bemerkenswert. Zum einen sticht ins Auge, dass die Rekurse der AfD und anderer extrem rechter Akteure auf Geschichte sich vorwiegend auf jene Epochen deutscher Geschichte richten, die eben nicht demokratisch verfasst waren. Das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation findet Erwähnung, das Wilhelminische Kaiserreich wird ständig aufgerufen, nicht zuletzt die Denkmäler, die in jenen Jahren errichtet wurden. Seit einiger Zeit widmet sich die AfD auch dem deutschen Kolonialismus, dessen Zitat gewinnbringende Errungenschaften sie, wie es in einem Antrag im Deutschen Bundestag vom Dezember 2019 heißt, stärker gewürdigt sehen möchte. Die Bezugnahme auf das Hambacher Fest 1832 und die Revolution von 1848, mit der sich die AfD und andere Protagonistinnen der neuen sozialen Bewegung von rechts in die Tradition demokratischer Bewegungen zu stellen versuchen, ist indessen kaum durch eine Auseinandersetzung mit den tatsächlichen jeweiligen historischen Geschehnissen geprägt. In den dokumentierten Redebeiträgen auf dem neuen Hambacher Fest beschränken sich die Bezüge meist auf schlagwortartige Verweise auf die patriotische Gesinnung der damals beteiligten Protagonisten und ihr Ringen um Presse- und Meinungsfreiheit, verknüpft mit symbolpolitischem Reenactment in Gestalt einer sogenannten Patriotenwanderung zum Hambacher Schloss. Im Mittelpunkt steht vielmehr das Bemühen, die damaligen Konfliktlinien und Konstellationen zu reaktualisieren und in die Gegenwart zu projizieren. Während sich die Protagonistinnen der AfD und ihres Umfelds im Rahmen etwa des neuen Hambacher Festes als Wiedergängerinnen der gegen die Obrigkeit aufbegehrenden Demokratinnen und Revolutionärinnen stilisieren, erscheint in dieser Erzählung das rhetorisch heftig attackierte politische, kulturelle und gesellschaftliche Establishment als Ausdruck einer illegitimen autokratischen Herrschaft, die umstandslos in die Tradition der restaurativen, reaktionären und repressiven Regime des 19. Jahrhunderts gerückt wird. In ähnlicher Weise versucht die AfD, sich die friedliche Revolution vom Herbst 1989 geschichtspolitisch anzueignen. Mit dem Slogan »Vollende die Wende« stilisiert sich etwa im Brandenburger Landtagswahlkampf die Partei zu in ihrer Sicht einzigen und legitimen Sachwalterin der Bürgerinnen- und Protestbewegung, die sich vor 30 Jahren in der DDR formierte und das realsozialistische Gesellschaftssystem schließlich zu Fall gebrachte. Die AfD Brandenburg postulierte im Landtagswahlkampf 2019 eine Wende 2.0 und behauptete, Zitat, wer heute anders denkt, wird genauso unterdrückt, wie es einst die Stasi tat. Zitat Ende. Der Verweis auf die DDR hat ja ebenfalls einen unverkennbar instrumentellen Charakter, dient ja doch in erster Linie dazu, die Bundesrepublik bzw. deren politische Kultur zu diskreditieren, etwa wenn der kulturpolitische Sprecher der AfD im Deutschen Bundestag, Marc Jongen, anlässlich der Debatte um 30 Jahre deutsche Einheit am 2. Oktober 2020 im Deutschen Bundestag behauptet, dass, Zitat, mehr und mehr Aspekte der DDR in der Bundesrepublik wieder auftauchen würden. Etwa in einer angeblich unausgewogenen Berichterstattung der Medien, der sich in einem, Zitat, regierungstreuen Haltungsjournalismus ergehe. Diese Analogiebildungen, die Bundesrepublik im Hinblick auf staatliche Lenkung und angeblich eingeschränkte Meinungsfreiheit mit der DDR gleichzusetzen und sogar zu behaupten, die Meinungsfreiheit sei gegenwärtig noch stärker eingeschränkt als zu Zeiten der DDR, wird indessen auch von anderen Akteuren verbreitet, etwa vom Schriftsteller Uwe Tellkamp oder Arnold Fahrts, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Deutschen Bundestag. Die erste tatsächliche deutsche parlamentarische Demokratie findet jedoch so gut wie nie Erwähnung. Das Schlüsseljahr 1918 taugt anders
als der in AfD-Verlautbarungen ständig vorgenommene Verweis auf 1813, 1848 und 1871 offenkundig nicht als traditionsstiftende Zäsur. Und auch die alte Bundesrepublik findet in den historischen Reminiszenzen der AfD und ihres Umfelds kaum nennenswerte Beachtung. Mehr noch, die Bundesrepublik erscheint vielmehr, zumal im publizistischen Umfeld, etwa im Kompaktmagazin oder in der Zeitschrift Sezession, als Negativfolie geprägt durch Verwestlichung und Dekadenz, von der sich der Osten Deutschlands umso heller abhebe, scheint hier das eigentliche Deutschland hinter dem eisernen Vorhang doch gleichsam überwintert zu haben. Zum anderen ist auffällig, dass das ansonsten empathisch beschworene Volk in den historischen Verlautbarungen der neuen sozialen Bewegung von rechts eigentümlich blass bleibt. Gesellschaftliche Bewegungen, die Wahrnehmungen, Deutungsmuster und historischen Erfahrungen der vielen finden kaum Beachtung. Dies gilt im Übrigen auch oder auch ganz besonders für die extrem rechte Perspektive auf das Hambacher Fest. Die vielschichtigen gesellschaftlichen Konflikt- und Gemengelagen, lokale wie transnationale Akteurinnen und Akteursgruppen, bleiben hier meist unerwähnt. Das Volk tritt tatsächlich meist nur im Kollektiv, gleichsam als Schicksalsgemeinschaft auf, dessen Wohl und Wehe wiederum von Einzelnen bestimmt wird. Mit Blick auf das Hambacher Fest sind das vor allem dessen bekanntesten Protagonisten Philipp Jakob Siebenpfeifer und Johann Georg August Wirth. Dies wiederum verweist auf den vierten Aspekt des Geschichtsverständnisses der AfD und der neuen sozialen Bewegung von rechts, nämlich dessen männlich-martialische Ausrichtung. Denn folgt man den historischen Betrachtungen, die Repräsentantinnen der AfD in ihren geschichtspolitischen Verlautbarungen anstellen, sind es vor allem Männer, die Geschichte machen. Dies gilt zumal für das immer wieder wohlwollend beschworene 1871 entstandene Deutsche Kaiserreich, das vor allem als das Werk Bismarcks betrachtet wird. Frauen als historische Akteurinnen weitgehend Fehlanzeige. Doch das Geschichtsverständnis der AfD ist nicht nur männlich konnotiert, sondern auch martialisch aufgeladen, was angesichts der ständig aufgerufenen Untergangsszenarien und den vermeintlichen existenziellen Bedrohungen sozusagen kaum verwundert. Proklamiert wird ein bevorstehender Bürgerkrieg, der sich richtet oder der ausgetragen wird zwischen sogenannten Einheimischen und Migrantinnen und in diesem Krieg sozusagen die Seite gewinnen wird, die besseren oder die meisten, die stärkeren Krieger sozusagen produzieren wird. Das findet sich in ganz vielen entsprechenden Zitaten. Ein letzter Punkt, das ist der fünfte Punkt, der das Geschichtsverständnis der AfD kennzeichnet, und das ist die heikle Frage des Umgangs mit der NS-Vergangenheit. Das 19. Jahrhundert wird ja mal sehr ausführlich wortreich beschrieben, soll es für ein positives Identitätsgefühl herangezogen werden, und gleichsam ist die Auseinandersetzung mit dem historischen Nationalsozialismus eher wortkarg und schweigsam. Es gibt fünf rhetorische Muster, die den Umgang mit dem Nationalsozialismus prägen, so wie ich sie feststellen kann. Das eine ist das Bemühen, den Nationalsozialismus nur floskelhaft zu erwähnen. Das heißt, es ist häufig davon die Rede von den 12 Jahren oder von jenen 12 dunklen Jahren. Der Nationalsozialismus an sich wird kaum erwähnt. Zweiter Umgang, der Nationalsozialismus wird sogar gänzlich aus der deutschen Geschichte ausgegliedert. Der Nationalsozialismus sei, behauptet etwa Alexander Gauland in einem Interview im August 2017, etwas zutiefst Antideutsches. Diese Setzung wiederum ermöglicht es, sogar die Deutschen, die im Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft gezählt wurden, als Opfer des Nationalsozialismus zu stilisieren. Dritter Punkt, der Nationalsozialismus wird rhetorisch aus dem extrem nationalistischen und rechtsextremen politischen Spektrum ausgegliedert und dem linken politischen Spektrum zugeschlagen. Schließlich seien die Nationalsozialisten in erster Linie Sozialisten gewesen. Viertens wird der Islam bzw. der Islamismus, wird hier nicht trennscharf sozusagen auseinandergehalten, als Wiedergänger des Nationalsozialismus gedeutet. Also in der Rhetorik taucht häufig auf, wir sind Antifaschisten, wir sind gegen den Nationalsozialismus, weil der Nationalsozialismus historisch gesehen tot ist, aber er findet seine Auferstehung im Islamismus. Und fünftens münden all diese rhetorischen Muster in dem Postulat einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit und deren Bewältigung zu ziehen.
Das ist in dem eingangs zitierten Gauland-Zitat, in diesem berühmten Gauland-Zitat deutlich geworden, findet sich aber eben auch im Grundsatzprogramm der AfD, in dem eben gesagt wird, man müsse sozusagen zu einem erweiterten Geschichtsverständnis, zu einer erweiterten Geschichtsbetrachtung kommen und es herbe eine erinnerungskulturelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf den Nationalsozialismus gegeben. Diese hier skizzierten Facetten eines extremen rechten Geschichtsverständnisses, der ausgeprägte Kulturpessimismus, die Konstruktion eines exklusiven Volksbegriffs, ein monolithisches Verständnis von Kultur, die männlich-martialische Akteurszentrierung, die konsequent betriebene Entsorgung der NS-Vergangenheit und nicht zuletzt die am Beispiel des neuen Hambacher Festes oder auch durch die Bezugnahme auf die 48er-Revolution und die Wende in der DDR deutlich werdenden Versuche, Begriffe wie Demokratie und Bürgerinnenrechte autoritär aufzuladen und für ein exklusives Gemeinschaftskonstrukt nutzbar zu machen, stellen also erhebliche Herausforderungen für eine kritische, inklusiv gedachte historisch-politische Bildung dar, im schulischen wie im außerschulischen Bereich. Die Diskussion, mit welchen Ansätzen extrem rechten geschichtspolitischen Vorstößen und Vereinnahmungsversuchen begegnet werden kann, ist freilich nicht neu. Zum einen wird hier oftmals die Bedeutung von Gedenkstätten hervorgehoben, die gleichsam zur Immunisierung gegen Rechtsextremismus und Rassismus beitragen sollen. Ein Anspruch, der freilich vollkommen überfrachtet ist und gerade auch von der Gedenkstättenpädagogik zunehmend kritisiert und zurückgewiesen wird. Zum anderen ist in den vergangenen Jahren zunehmend die Tendenz zu beobachten, sogenannte Orte der Demokratiegeschichte, wie beispielsweise eben das Hambacher Schloss, die Frankfurter Paulskirche oder den Friedhof der Märzgefallenen der Revolution von 1848 in Berlin-Friedrichshain, als im demokratischen Sinne identitätsstiftende Orte gegen extrem rechte geschichtspolitische Interventionen und Deutungsmuster in Stellung zu bringen. Daran knüpfen sich bisweilen auch Ideen und Forderungen, nationale Symbole wie etwa Schwarz-Rot-Gold offensiv für eine demokratisch orientierte Erinnerungskultur zu nutzen, um diese, wie es heißt, nicht den Rechten zu überlassen. Auch an diesen Vorschlägen, Ansätzen und Konzeptionen möchte ich Zweifel anmelden oder zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen. Gleichwohl denke ich, ganz grundsätzlich, dass die Auseinandersetzung mit Geschichte an historischen Orten, in Gedenkstätten zum Nationalsozialismus, wie auch an anderen historischen Orten, so zum Beispiel eben auch im Hambacher Schloss, Beiträge zu kritischen pädagogischen Auseinandersetzungen mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Rassismus und anderen Ungleichwertigkeitsvorstellungen leisten können. Die Auseinandersetzung mit Geschichte ist allerdings kein Selbstläufer, sondern bedarf einer Vergewisserung über Methoden, Fragestellungen und nicht zuletzt die Ziele und Erwartungshaltungen, die sich an sie knüpfen. Und hierzu möchte ich am Ende dieses Vortrags jetzt ein paar Vorschläge oder ein paar Impulse geben. Erstens, würde ich postulieren, aktuelle und geschichtliche Vielstimmigkeit hörbar zu machen, statt historische Meistererzählungen zu konstruieren. Versuche, extrem rechten geschichtspolitischen Mythen und Aneignungsstrategien mit Gegenmythen oder historischen Meistererzählungen zu begegnen, die demokratiegeschichtliche Orte wie etwa das Hambacher Schloss oder die Paulskirche in ein gleichsam geschichtsteleologisches Deutungsmuster einfügen, an deren Ende das Erfolgsmodell Bundesrepublik steht, und das eben auch gekennzeichnet sei durch eine scheinbar so erfolgreiche Vergangenheitsbewältigung, erscheint aus meiner Perspektive in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zweifellos ist es wichtig, die zahlreichen Geschichten und Spuren des Ringens um Partizipation, um soziale Rechte und Anerkennung freizulegen und sich ihren Akteurinnen historisch und pädagogisch zu nähern. Mehr noch, ich halte dies für einen zentralen Aspekt einer sich kritisch und emanzipatorisch verstehenden historisch-politischen Bildung. Die Frage ist allerdings, an welche Orte und Ereignisse einer so verstandenen Demokratiegeschichte erinnert wird und an welche nicht. Das Insistieren auf Gegenmythen und historische Meistererzählungen führt meist zu erneuten Ausschlüssen und Marginalisierungen. In diesen Mythen und Meistererzählungen wären dann vielleicht tatsächlich das Hambacher Schloss und die Frankfurter Paulskirche als zentrale Erinnerungsorte präsent,
Nicht aber beispielsweise die Erinnerung, und jetzt greife ich sozusagen mal verschiedene Kämpfe um Anerkennung in der Bundesrepublik aus der jüngsten Geschichte heraus, also beispielsweise die Erinnerung an die streikenden, vorwiegend migrantischen Frauen, die im Sommer 1973 beim Automobilzulieferer Pierburg in Neuss in Nordrhein-Westfalen ohne die Unterstützung der Gewerkschaften für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gestritten haben. Randständig bliebe in so einer Meistererzählung womöglich auch der von der Initiative 19. Februar Hanau geschaffene 140 Quadratmeter große Ort der Begegnung, der einen Raum bieten soll, an die Opfer der Anschläge vom 19. Februar 2020 zu erinnern, bei dem 9 Menschen aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Die Frauen des Pierburg-Streiks von 1973, wie auch die Aktivistinnen der Initiative 19. Februar in Hanau, stehen für Kämpfe um Selbstbehauptung, Gleichheit und Anerkennung, wenn man so will, also für Demokratiegeschichte, die sich gleichwohl aber nicht in die Meistererzählung einer demokratisch geläuterten Nation einfügen lässt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ihre Geschichte auf die uneingelösten Versprechen der Demokratie verweist und eben auf fortwährende Marginalisierung und Ausgrenzung verweist. Sich kritisch begreifende historisch-politische Bildung sollte demnach nicht der Versuchung erliegen, gleichsam einen Kanon nationaler Orte der Demokratiegeschichte zu erstellen, der rechten Deutungen entgegenzuhalten wäre, sondern eben die Vielstimmigkeit und Diversität emanzipatorisch handelnde Akteurinnen sicht- und hörbar zu machen. Zweitens, auf einer kognitiven Ebene bietet das historische Lernen an historischen Orten, wie eben auch dem Hambacher Schloss, aber natürlich auch in Gedenkstätten, die Möglichkeit, die Herausbildung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins zu fördern, das wiederum eine Grundvoraussetzung darstellt, um Ideologien der Ungleichwertigkeit und historische Mythen zu hinterfragen. Unter Geschichtsbewusstsein kann mit Karl-Ernst Jeißmann das Wissen um die Geschichtlichkeit des Menschen und all seiner Einrichtungen verstanden werden. Geschichte ist demnach nichts Objektives, das auf scheinbar unumstößlichen Narrativen beruht. Das wäre eine Auffassung, wie sie sich in den Deutungsmustern der extremen Rechten wiederfinden, sondern vielmehr eine, Zitat, aus Zeugnissen erstellte, auswählende und deutende Rekonstruktion des historischen Geschehens. Insofern besteht der Anspruch eines reflektierten Geschichtsbewusstseins nicht darin, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Ja, das ist ja eine Forderung, die immer erhoben wird, Lernen aus der Geschichte, Lehren aus der Geschichte, sondern sich, Zitat Jeißmann, gegenwärtige Problemlagen im Lichte der Entwicklung zu nähern, aus der sie hervorgegangen sind. Zitat Ende. Freilich. Geschichtsbewusstsein entsteht nicht automatisch während einer Exkursion zu historischen Schauplätzen. Gleichwohl eröffnen die Besuche von historischen Orten und Gedenkstätten die Möglichkeit, Geschichte im wörtlichen Sinne greifbar und anschaulich zu machen. Dabei kann, ja muss, meiner Ansicht nach, auch die Rezeption der historischen Orte bzw. der Gedenkstätten und deren Entstehungsgeschichte selbst zum Thema werden. Also mit Verweis auf das Hambacher Schloss, die vielfache geschichtspolitische Aneignung ist ein Thema sozusagen, was an sich schon sozusagen neben die Geschichte des Hambacher Festes an sich zu stellen ist. Also es ist ja nicht das erste Mal sozusagen, dass dieses Schloss jetzt in dem Fall von der extremen Rechten versucht wird anzueignen, sondern unterschiedliche politische Strömungen haben dieses Schloss mit Deutung versehen. Die Entstehungsgeschichte der beispielsweise KZ-Gedenkstätten oder NS-Gedenkstätten ist eine Geschichte von sozialen Auseinandersetzungen, von sozialen Bewegungen, die sozusagen diese Orte eben im wahrsten Sinne des Wortes erstritten haben. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man diese Orte nicht als historisierende Museen begreift, sondern und hier auch keine festgefügten Narrative präsentiert, sondern als Räume gestaltet, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Dritter Aspekt. Geschichte, also in diesem Sinne würde auch die Historikerin Cornelia Siebeck argumentieren, Geschichte eben nicht als reine Legitimationsressource für eine vermeintlich geläuterte Gegenwart zu funktionalisieren, also im Sinne einer Erfolgsstory zu formulieren, sondern eben auch zu einem produktiven Irritationspotenzial zu machen, das immer wieder aufs Neue Ausgangspunkt für Diskussionen über die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft werden kann. Ja? Also
Ja, man spricht ja kritisch manchmal auch von Geschichte als Legitimationswissenschaft, genau eben immer wieder Legitimationen eben auch zu hinterfragen und immer wieder auch neue Perspektiven aufzuwerfen. Das korrespondiert mit dem vierten Aspekt, den ich nennen möchte. Die bereits erwähnte, sich an historischen Orten und Gedenkstätten bietende Chance, Geschichte greifbar zu machen, korrespondiert mit lebensweltbezogenen Ansätzen der historisch-politischen Bildung. So bietet etwa das forschende Lernen im Stadtteil, das bereits in den 1970er Jahren von der entstehenden Geschichtswerkstättenbewegung verbreitete Motto »Grabe, wo du stehst« aufgreift, erfolgversprechende Anknüpfungspunkte. Hier eröffnen sich Möglichkeiten für einen Transfer der behandelten Inhalte in die Lebenswelt und das Umfeld der Teilnehmerinnen sowie die Hervorhebung von Gemeinsamkeiten, etwa in der Arbeit mit heterogenen Gruppen, die über die verbindende Identifikation mit ihrer Straße gemeinsame Geschichten erarbeiten können oder ihres Stadtteils oder ihres Viertels oder ihres Dorfes. Und das sind Gemeinsamkeiten, die sich eben nicht an ethnischen oder nationalen Interpretationsrastern festmachen, sondern eben tatsächlich an gemeinsam erlebter oder entdeckter Geschichte. Fünfter Punkt, Handlungsspielräume und Veränderbarkeit von Geschichte und Gegenwart thematisieren. Die Orientierung an widersprüchlichen Akteurinnen und ihren jeweiligen Handlungsspielräumen sowie forschendem Lernen im sozialen Nahraum bietet zudem die Möglichkeit, dem Geschichtspessimismus von Jugendlichen, aber eben auch von Erwachsenen zu begegnen. Also Geschichtspessimismus als das Gefühl, selbst nicht Akteur oder Akteurin von Geschichte zu sein, beziehungsweise nicht in der Lage zu sein, Geschichte deuten zu können. Die Anbindung an konkrete Personen sowie die Übertragbarkeit auf die Sozialräume der Lernenden machen das jeweilige Themenfeld weniger abstrakt. Also auch hier wieder das Plädoyer für lokale Geschichte, für Alltagsgeschichte. So wird der eingeforderte lebensweltliche Bezug hier zu einer Möglichkeit, historisch-politisches Lernen als Beitrag und Grundlage zur Ausbildung eigener partizipatorischer Kompetenzen und Zugänge zu gestalten. Auch mit anderen Worten formuliert, es geht im Grunde nicht darum, über Demokratie zu lernen, also als historisches Geschehen, sondern das Lernen als demokratische Praxis zu gestalten. Also in Form von Projektarbeit beispielsweise, in denen die Beteiligten, die Teilnehmenden eben auch mitentscheiden können, über was geforscht und was erfahren wird. Und der sechste und letzte Punkt, und damit komme ich zum Ende. Eine Herausforderung, aber eben auch ein produktiver Ansatzpunkt für das Lernen an historischen Orten und die Gedenkstättenpädagogik stellen nicht zuletzt die immer wieder postulierten Gegenwartsbezüge dar. Diese begründen häufig allerdings fragwürdige historische Analogieschlüsse, wie ich sie hier ausgehend von extrem rechten geschichtspolitischen Interventionen, also auch am Beispiel des neuen Hambacher Festes, skizziert habe. Aber auch bei aus kritischer Perspektive vorgenommenen Analogien zwischen der Zeit des Nationalsozialismus und aktuellen Erscheinungsformen des Rassismus ist Vorsicht geboten, besteht doch die Gefahr, in einer derart linearen Parallelisierung beiden Phänomenen nicht gerecht zu werden. Anregend erweisen sich Gegenwartsbezüge in der historisch-politischen Bildung jedoch, wenn es darum geht, Hintergründe und Entstehungsgeschichten aktueller und gesellschaftlicher Probleme zu vermitteln und dabei im Sinne eben der Multiperspektivität auch die Perspektiven und Erfahrungen unterschiedlicher Akteurinnen in den Blick zu nehmen. Diese auf diese Weise zutage geförderten Sinnzusammenhänge zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft können, so der Geschichtsdidaktiker Klaus Bergmann, dazu beitragen, das Zitat Denken von Alternativen zu gegenwärtigen Lebensformen und Denkgewohnheiten ebenso zu fördern, wie die Zitat Aneignung unerledigter und uneingelöster historischer Hoffnungen und gedanklicher Vorgriffe auf eine menschenwürdige Zukunft. Zitat Ende. Genau hier sehe ich also den Ansatzpunkt, über die Auseinandersetzung mit Geschichte, extrem rechten und rechtspopulistischen Mythen entgegenzutreten. Zum einen bietet die Beschäftigung mit der Geschichte vor Ort die Möglichkeit, die hochgradig ideologisch aufgeladenen polemischen Begriffe wie Volk, Nation, Gemeinschaft oder eben auch Heimat auf eben jenen ideologischen Gehalt hin zu befragen und auch deutlich zu machen, was unter diesen Begriffen von wem und wann verstanden wurde, historisch oder aktuell, ist durchaus unterschiedlich.
Zum anderen, und das ist vielleicht der entscheidende Aspekt, die Auseinandersetzung mit Geschichte vor Ort verweist immer auch auf die grundlegende Frage, wie wollen wir zusammenleben? Welche historischen Enttäuschungen gab es? Aber auch im Sinne von Klaus Bergmann, welche uneingelösten historischen Hoffnungen auf eine menschenwürdige Zukunft gab und gibt es? Historisches Forschen und Lernen fördert immer Vielfältigkeit und unterschiedliche Perspektiven zutage. Das sind zwei Aspekte, die dem extrem rechten Streben nach Eindeutigkeit und Homogenität grundsätzlich entgegenstehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch ich sage herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Eindrücke und lade jetzt nochmal alle Zuschauerinnen, TeilnehmerInnen ein, gerne Fragen, Diskussionsbeiträge in das Chatfenster zu schreiben, dass Sie am unteren Rand Ihres Bildschirms sehen. Das ist eine kleine Sprechblase mit Chat. Und genau, da können Sie Ihre Beiträge teilen. Bitte geben Sie ja auch gerne Ihren Namen an, damit wir wissen, mit wem wir sprechen. Genau. Und ja, während Sie das machen, würde ich gerne ja eine erste Rückfrage noch auch zum, ja eigentlich gleich zum Beginn Ihres Vortrages stellen, nochmal zum ersten Teil, weil Sie sind ja eingestiegen auch mit dem Vermerk, ja, dass Geschichte immer gedeutet wird, immer ausgedeutet. Und da bin ich immer, ich bin bewegt davon, dass aber nicht alle Geschichtsdeutungen gleich gehört werden. Dann würde ich doch gerne nochmal nachfragen, welche Bedeutung spielen aus Ihrer Perspektive in diesen Diskurskämpfen Machtstrukturen, die ja eben auch von postkolonialer und feministischer Theorie beschrieben werden. Die Akteure beschreiben sich selbst als marginalisiert und gleichzeitig, wenn ich höre, die Volksbegriffe oder die martialisch-männlichen Diskursbegriffe sind ja eigentlich eher machtvolle Seiten der Geschichte, der Kolonisatorinnen, der Männer und Nichtjüdinnen, Nichtjuden. Mhm. Ist das vielleicht deswegen auch so anschlussfähig, weil es im Grunde Diskurse sind, die unsere Wissenschaft, Kultur und Bildung auch noch durchziehen? Ja, ich denke, ich glaube, da ist tatsächlich was dran, dass ich zwar jetzt natürlich von extrem rechten Geschichtsbildern gesprochen habe, ja, und hier tatsächlich auch, glaube ich, versucht habe, sozusagen eine spezifische Signatur eines extrem rechten Geschichtsbildes sozusagen herauszuarbeiten. Gleichwohl, und da würde ich eben auch sozusagen den klassischen extremismus-theoretischen Deutungen widersprechen, die dann also sozusagen die extreme Rechte sozusagen am rechten Rand verorten. Dann gibt es so eine demokratische Mitte und dann gibt es vielleicht noch einen linken Rand. Also das ist ja ein sehr statisches Modell und so, glaube ich, funktionieren Machtstrukturen und so funktioniert Gesellschaft eben auch nicht. Es ist klar, dass eben diese Begriffe wie Volk, Nation, Heimat, Ordnung natürlich auch Wurzeln in einem gesellschaftlichen Mainstream oder in Vorstellungen von Nation und Volk, die tatsächlich auch weit geteilt sind. Und man muss ja auch sagen, dass beispielsweise das Staatsbürgerschaftsrecht in Deutschland natürlich eine Tradition hat, das sozusagen auf dem Blutrecht sozusagen gründet, ja, seit 1913, dann eben Ende der 90er Jahre geändert wurde. Aber da reden wir ja nicht sozusagen über ein völkisches Konstrukt sozusagen, das sich sozusagen das nur in der extremen Rechten vertreten worden wäre, sondern eben das war die Definition deutscher Nation oder eben Zugehörigkeit zur Nation. Also von daher sind natürlich viele dieser Topoi und Diskurse und Narrative natürlich anschlussfähig, so ja, und Wurzeln, wenn man so will, auch in der Mitte der Gesellschaft.
Und gleichzeitig deshalb eben meinen Verweis beispielsweise auf den Pierburg-Streik von 1973, der vielleicht weitgehend unbekannt ist. Aber eben es finden sich natürlich immer wieder Beispiele von Menschen, die aus unterschiedlichen Herkünften und unterschiedlichen Motiven für Anerkennung und ihre sozialen Rechte sozusagen gestritten haben und deren Geschichte aber vollkommen unbekannt ist. Ja, wo wir jetzt sozusagen allmählich erst, da verändert sich jetzt auch was, wo diese Stimmen vernehmbarer und lauter werden, was aber eben auch wurzelt sozusagen ja, in ja, Emanzipationsprozessen, die eben von diesen Gruppen im Grunde auch unter Akteurinnen ausgehen. Beispiel, was ich nach wie vor sehr beeindruckend finde, vielleicht das noch als letztes, eben, das bezieht sich auch auf die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Also die allermeisten Opfer und Betroffenen des Nationalsozialismus mussten sozusagen ihre Anerkennung erst erkämpfen. Ja? Und vor 40 Jahren, im April 1980, hat es einen Hungerstreik in der Gedenkstätte in Dachau von Sinti und Roma bedurft, die sozusagen auf die fortwährende Kriminalisierung und Marginalisierung ihrer Minderheit aufmerksam gemacht haben. Ja, und das hatte Wirkung, aber es war ein Prozess von selbst von Emanzipation und Empowerment. So. Vielen Dank. Wir haben auch die ersten Fragen im Chat, und zwar von Herrn Markus Moog. Es fällt mir in meiner Bildungsarbeit immer wieder auf, dass viele junge Menschen über ganz grundlegende historische Ereignisse nicht im Bilde sind. Das geht so weit, dass der Begriff Auschwitz oder der Slogan "Wir sind das Volk", aber auch wichtige Daten wie zum Beispiel der 8. Mai 1949 überhaupt nicht mehr eingeordnet werden können. Das ist, also mehr ein Kommentar. Mhm. Vielleicht eine kurze Bemerkung dazu. Also das ist natürlich, glaube ich, immer eine Feststellung, oder die, wenn man das, also es gab in den 70er Jahren mal so ein Taschenbuch von Dieter Bossmann herausgegeben, einem Journalisten, der ein Buch geschrieben hat, was ich über Hitler gehört habe. Da hat er so Schulaufsätze gesammelt und mit der Frage eben, wo Schüler dann eben aufgeschrieben, Schülerinnen aufgeschrieben haben, was sie vom Nationalsozialismus gehört haben, und hat das veröffentlicht. Und das war dann so der sogenannte Bossmann-Schock, weil auch damals schon die Feststellung war, bei Schülerinnen und Schülern ist wenig Wissen verbreitet. Ich glaube, tatsächlich will das an der Stelle vielleicht nochmal anders aufziehen. Natürlich ist es wichtig, oder fände ich es natürlich begrüßenswert, wenn Menschen, Jugendliche, aber auch Erwachsene sozusagen ein ausgeprägtes Wissen über den historischen Nationalsozialismus haben, so, und eben die präzedenzlosen Verbrechen. Ich glaube aber auch hier wieder ein Plädoyer für die Alltagsgeschichte, dass das Wissen, was wir natürlich haben über den Nationalsozialismus, mittlerweile so umfangreich ist. Man müsste im Grunde ja jeden Tag mindestens 2 Bücher lesen. Das heißt, also das ist sozusagen der Kenntnisstand, ist kaum sozusagen noch erfassbar. Und ich glaube, dass es aber dann immer noch ein Ansatz sein kann, tatsächlich die Geschichte vor Ort sich genauer anzugucken. So, ja? Und tatsächlich zu gucken, was ist denn eigentlich in meinem Ort, in meiner Stadt, in meinem Dorf, sozusagen in meinem Stadtteil passiert. Und da sozusagen den Nationalsozialismus, die Präzedenzlosigkeit der Verbrechen vielleicht auch fassbarer zu machen. Weil in der Tat ist es schwer greifbar, eben wenn wir von den Millionen Ermordeten sozusagen, wenn wir uns das vorstellen wollen oder müssen. So, ja? Ich glaube, in der lokalen Auseinandersetzung wird das greifbare, und dann muss ich vielleicht tatsächlich auch nicht jede Jahreszahl wissen. So, sondern es geht, glaube ich, eher um das, was tatsächlich geschehen ist, die Strukturen, die dahinter stehen. Ja, wunderbar, danke. Damit haben Sie auch, glaube ich, Herr Moog hat noch eine Frage, hat im Grunde genau diese Frage hinterhergeschoben. Vielleicht haben Sie die auch im Chat gelesen, welche Bedeutung denn Zahlen, Daten und Fakten eben dann in dem Fall noch haben. Und ja, das haben Sie ja auch schön didaktische Möglichkeiten dargestellt. Genau. Dann kommen wir zur Frage von Christine Unrau. Kann man das Zielpublikum dieser Vereinnahmung noch besser, der historischen Ereignisse durch AfD-Politikerinnen noch stärker eingrenzen? Beispielhaft nennt sie jetzt das konservative Bildungsbürgertum, auf das rekurriert wird quasi mit diesen Vereinnahmungen, oder ja.
oder sind Angehörige der sozialen Bewegung von rechts selbst? Also ich finde das eigentlich ganz spannend, dass es in dem Sinn ja keine, also ich habe versucht zu benennen, dass es bestimmte Elemente gibt, die immer wieder auftauchen in den Narrativen und in den Begriffen, die benutzt werden, dass es im Kern sozusagen Geschichtsbilder sind, die eben tatsächlich seit 100 Jahren sozusagen so von der extremen Rechten eben kolportiert werden, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber dass es gleichzeitig auch keine dezidierte geschichtspolitische Strategie gibt. Ja, also es gibt sozusagen keine historische Kommission der AfD beispielsweise. Ja, oder es, na, die Sidereus Erasmus Stiftung als Parteistiftung oder parteinahe Stiftung hat auch sozusagen, widmet sich viel geschichtlichen Themen, aber eben ist auch nicht der Think Tank, sage ich mal, der sozusagen eine einheitliche Strategie vorgibt, in der dann bestimmte Zielgruppen vielleicht auch in den Fokus rücken. Was mir auffällt, ist eben, dass letztendlich tatsächlich für jeden oder für jede irgendwie was mit dabei ist und dass diese Auseinandersetzung mit Geschichte eben häufig gar nicht besonders tiefgehend ist, sondern eben gerade auf bestimmten Symbolen, auf Inszenierungen sozusagen basiert, auf bestimmten Schlagwörtern, die eben auch ausdeutbar sind und für jeden und jede irgendwas bereithalten. Also klar, es ist nicht vollkommen beliebig, weil es eben tatsächlich eine nationalistische, mithin rassistische Rahmung gibt, ja, eben auch einen sehr starken verschwörungstheoretischen Zugang. Und genau das ist aber genau der Punkt, glaube ich, der jetzt erstmal die Zielgruppe relativ breit macht, weil ganz unterschiedliche Akteurinnen sich sozusagen oder eben Rezipientinnen hier Dinge reininterpretieren können. Das kann sozusagen der klassische, auch im Extremfall auch Holocaust-Leugner sein, der sich angesprochen fühlt. Das können aber eben tatsächlich, kann das auch das konservative Bildungsbürgertum sein, sage ich jetzt mal, gar nicht mal jetzt nur abwertend, sondern also dass eben das Gefühl hat oder eben wo auch da das Gefühl ist bei FAZ-Leser oder Leser von eher konservativen Medien, dass es sowas gäbe wie einen Werteverfall. Ja, also und dass auch diese Rhetorik da immer wieder anschlussfähig ist, gerade auch deshalb, weil sie eben nicht besonders konkret ist, weil sie sich sozusagen auf so eine, ja, auf Schlagwörter und auf Ästhetisierung bezieht. Das Interessante ist vielleicht an der Stelle noch, dass bei allem Hantieren mit Geschichte es Und ich habe ja versucht herauszustellen, was das für eine zentrale strategische Option ist, jetzt in sich auf Geschichte zu beziehen, dass es aber eigentlich sowas nicht gibt wie einen Historiker oder eine Historikerin, die jetzt sozusagen eine deutsche Gesamtgeschichte schreibt, ja, also sozusagen eine Gesamtdeutung anbietet. Weiß ich nicht, so wie Heinrich Treitschke im 19. Jahrhundert, so, ja, so dass es da keine Großerzählung gibt, sondern es ist immer dieses Spielen mit Versatzstücken und Facetten, die auch, wie gesagt, es gibt es sich beziehen auf die Bürgerrechtsbewegung in der DDR und gleichzeitig gibt es eben aber auch eine Stilisierung und Verklärung der DDR, ja, also wenn Björn Höcke sagt, Erich Honecker, das sei noch ein richtiger Staatsmann gewesen und Angela Merkel ist es nicht. Und was die Deutschen brauchen, ist wieder ein richtiger Staatsmann. Dann ist das natürlich eine positive Bezugnahme eben auf, auch auf die DDR zu lesen. Also von daher würde ich sagen, ist in Anführungszeichen gedachte Erfolgsrezept tatsächlich in dieser Beliebigkeit eigentlich zu sehen. Es gibt im Grunde auch eine Anschlussfrage jetzt zu der Zielgruppe, die Sie ja beantwortet haben. Was sind denn die sozialen Milieus oder die soziale Basis eben der neuen sozialen rechten Bewegung, die Sie ja beschrieben haben? Und insbesondere ist, glaube ich, das Interesse daran, wer ist denn eigentlich Teilnehmer, Teilnehmerin beim sogenannten Neuen Hambacher Fest? Haben Sie da Informationen? Also wie gesagt, ich würde jetzt nicht in so einer klassischen
in so einer klassischen Herangehensweise jetzt versuchen zu beschreiben. Ich glaube, das ist auch für die AfD oder eben auch die im weiteren Sinne gedachten neue soziale Bewegung von rechts nicht zielführend, jetzt zu analysieren, wie man das vielleicht für die 20er und 30er Jahre gemacht hat. Das ist jetzt sozusagen das Kleinbürgertum, ja, oder das sind jetzt die konservativen Eliten oder das sind jetzt abtrünnige CDU-Wählerinnen oder ja, so. Ne? Also das Interessante eben an der AfD und dem Umfeld ist, dass sich die Anhängerschaft oder eben die Menschen, die offen sind für diese Slogans, Parolen und Deutungsmuster, eben ja aus ganz unterschiedlichen Milieus im Grunde rekrutieren. Ja? Das sehen wir im Grunde auch bei den Wahlergebnissen. Wenn ich jetzt mir angucke, beispielsweise eine Stadt hier wie Nordrhein-Westfalen, wie Gelsenkirchen, die permanent sozusagen AfD-Wahlergebnisse von 12-15% hat. Eine Stadt, die zu den ärmsten in der Bundesrepublik gehört, das sind dieselben Wahlergebnisse, wie die AfD beispielsweise in Freising erzielt, ja, in Oberbayern, ne, das zu den reichsten Regionen gehört. Also sozusagen hier, glaube ich, kann man kein festes Milieu sozusagen ausmachen. Und jetzt, wenn wir noch ganz aktuell sozusagen die Corona-Proteste sozusagen dazu nehmen und die Vorstellungen, die da eben auch kolportiert werden, auch im Hinblick auf Verschwörungstheorien, gerade wenn ich mir das hier auch in Münster angucke, dann ist das eigentlich so, würde ich mal sagen, äußerlich klassisches Bildungsbürgertum. So, also auch da würde ich jetzt sagen, ist ein festes Milieu sozusagen nicht auszumachen. So, in den Selbstinszenierungspraktiken ist es durchaus unterschiedlich. Also das reicht, wie gesagt, von Leuten, die als sehr martialischen Outfit auftreten, von Ghouls bis Menschen, die sozusagen im Schick-Wolfskin-Dress sozusagen auftreten. Ja. Also ich glaube, das hier ein bestimmtes Milieu auszumachen, ist schwierig. Gleichwohl würde ich sagen, ist das, was ich zumindest beobachte oder mein Eindruck, sage ich mal, von den Menschen, die sozusagen zum neuen Hambacher Fest kommen, schon ein Selbstbild oder eben ist dieses Selbstbild der Menschen, die da hinkommen, sehr stark davon geprägt, eben doch irgendwie zu einem, also sehr elitär geprägt, also von einer gewissen gesellschaftlichen Elite zu gehören, die jetzt noch sozusagen bestimmte Werte vertritt. Ich glaube, das ist auch ablesbar an den Reden, die da teilweise gehalten werden, ich habe mir das jetzt in Vorbereitung für den Vortrag nochmal teilweise angehört, gerade auch die Reden beispielsweise von dem Markus Krall, von einer absoluten Verachtung von gesellschaftlichen Schichten geprägt sind, die nicht besitzend sind, ja, also sozial marginalisierten Schichten. Das ist teilweise eben ein Gestus, der das Unternehmertum, das besitzende Bürgertum sozusagen in den Vordergrund rückt. Der sagt, wir brauchen keine Sozialleistungen mehr. Der Sozialstaat muss sozusagen auf das Allernötigste zurückgefahren werden. Und was zählt, ist sozusagen das Recht des Stärkeren. Also das ist so eine elitäre, sozialdarwinistische Sichtweise, die sich da vielfach bahnbricht. So. Und von daher, glaube ich, ist das sozusagen ein Spektrum, was da eben angesprochen wird, dass das sozusagen in die Richtung eben auch deutet. So, ja, also es ist ein Angebot jetzt tatsächlich für Menschen, die sich als zur gesellschaftlichen Elite richten. Dankeschön. Jetzt gibt es noch wieder eine Frage eher zur historischen politischen Bildungsarbeit, und zwar von Jan-Peter Schilling. Sehen Sie eine Gefahr darin, dass die Vielstimmigkeit und Komplexität der Geschichte durch das Ableben von Zeitzeugen, zum Beispiel KZ-Überlebenden, dass diese Komplexität verloren geht, diese Vielstimmigkeit geradezu nicht mehr so in die politische Bildung getragen werden kann? Oder haben diese Zeitzeugen sowieso nur noch einen begrenzten Einfluss? Das wäre die Frage. Also ich glaube, natürlich mit Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus sind wir jetzt wirklich
bald am Ende der Zeitzeugenschaft angekommen. Und das verändert natürlich sozusagen eine Auseinandersetzung, wenn auf einmal der Nationalsozialismus dann eben eine Epoche ist. Man sagt immer, Zeitgeschichte ist die Epoche der Mittellebenden, ja. Diese Epoche dann definitiv vorbei ist und tatsächlich der Nationalsozialismus dann eine Epoche ist wie eben, was weiß ich, das 19. Jahrhundert oder eben das Mittelalter. So, ne? Also was dann quasi nur noch in einem gewisser Weise kulturellen und nicht mehr in einem kommunikativen Gedächtnis transportiert wird. Das ist natürlich eine Auseinandersetzung oder ist eine Herausforderung, speziell jetzt für die historische Bildung zum Nationalsozialismus. Ich bin aber auch der Meinung, dass es, wenn es darum geht, ja auch bestimmte ja, Fortschreibungen, Kontinuitätslinien, Traditionen sozusagen auch für die Bundesrepublik oder eben für die Zeit nach 1945 zu beschreiben, haben wir hier die Figur oder eben die Bürgschaft, die Zeitzeugen, Zeitzeuginnen bieten können, gar nicht so im Blick. Wenn wir von Zeitzeuginnen reden, reden wir häufig, meinen wir die Zeitzeuginnen zum historischen Nationalsozialismus. Ich glaube, wenn wir gerade bei dem Thema extreme Rechte bleiben und eben die Kontinuitätslinien von Antisemitismus und Rassismus in der Bundesrepublik oder eben auch in der früheren DDR und jetzt im Vereinten Deutschland, haben wir zahllose Menschen, die bezeugen können, eben welchen Stellenwert und welche Bedrohung Rassismus und Antisemitismus nach wie vor einnehmen. Wir haben auch hier in Münster auch schon häufiger Veranstaltungen oder auch im Umland Veranstaltungen mitorganisiert, bei denen beispielsweise Ibrahim Aslan aufgetreten ist, der Überlebende, der als 7-jähriger Junge den Brandanschlag in Mölln überlebt hat, ja, bei dem 3 Menschen ums Leben gekommen sind. Und der berichtet sozusagen über seine Zeitzeugenschaft. Und ich glaube, da gibt es zahllose Menschen, die Ähnliches berichten können. Und ich glaube, dass wir sozusagen hier über 1945 hinaus denken sollten und auch denken müssen. Und eben hier es unzählige Stimmen gibt, die bislang da nicht wirklich gehört worden sind. Und die es gilt sozusagen zu hören. Weil sie waren eigentlich immer schon da. Wir haben sie nur nicht wahrgenommen. Vielen Dank. Auch von Jan-Peter Schilling, schreibt er nochmal im Chat. Jetzt habe ich, genau, wir springen wieder zurück mit Sabine Steidles Frage, und zwar zur Abgrenzung der sozialen rechten Bewegung, die Sie beschrieben haben, und rechtsradikalen Parteien, also tatsächlich NPD und HolocaustleugnerInnen und der bürgerlich-konservativen Werteunion zum Beispiel. Da wäre die Frage, könnten Sie da noch Abgrenzungen vornehmen? Naja, also ich würde tatsächlich eben von den Inhalten ausgehen. Ja, also tatsächlich zu prüfen, sind jetzt bestimmte Topoi oder bestimmte Erzählungen, Narrative, bestimmte Begriffe, tauchen die sozusagen als ausschließliches Deutungsmuster beispielsweise bei der Werteunion auf, so wie sich das sozusagen bei der AfD darstellt. Oder gibt es sozusagen da, und das ist für mich immer das Kriterium, in dem ich das versuche irgendwie abzugrenzen, ja, gibt es wahrnehmbare gegenläufige Diskurse innerhalb einer politischen Partei, Gruppierung oder Strömung wie beispielsweise der Werteunion? Also gibt es da Widerspruch, gibt es sozusagen eine plurale oder eben auch eine kritische Diskussion um die Aneignung von solchen Begriffen oder die Übernahme von solchen Deutungsmustern? So. Also ansonsten würde ich natürlich auch feststellen, dass rassistische, antisemitische oder nationalistische oder völkische Äußerungen, Verlautbarungen oder eben auch Geschichtsdeutungen natürlich jetzt nicht beschränkt sind auf den organisatorischen Rahmen von Menschen, die, sage ich mal, in der NPD oder vielleicht in der AfD sozusagen organisiert sind, sondern wenn ich das egal in welcher gesellschaftlichen Strömung oder politischen Strömung finde,
dann werde ich das auch so benennen. Und dann werde ich eben von einem völkischen, nationalistischen, exklusiven Gesellschaftsbild, Vergemeinschaftskonzept sprechen, egal welche politische Strömung jetzt formal, ob sie sich jetzt als links begreift oder eben als mittig oder als rechts, dann werde ich das so benennen. Ich glaube, da ist es wichtig, die Kategorien zu benennen, nach denen ich sozusagen dieses Urteil treffe, eine Strömung als rechts sozusagen zu verorten. Also das sozusagen jetzt nicht einfach nur zu labeln, sondern eigentlich ist es wichtig, das Label ist gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist tatsächlich, die zentralen Kategorien zu benennen. Ja, also sagen, es ist kulturpessimistisch, es ist nationalistisch, es ist exklusiv, es ist ein homogener Kulturbegriff, dann kann ich sozusagen das versuchen, als Maßstab anzulegen. Und eben eine Gruppierung dann dezidiert als extrem rechts zu bezeichnen oder eben auch rechtsextrem, je nachdem, da brauchen wir jetzt nicht in die Begriffsdiskussion zu kommen, und eine andere vielleicht nicht, würde ich tatsächlich sehr stark davon abhängig machen, wie innerparteilich oder innerhalb dieser Strömung diskutiert wird. Ja, also als jetzt im Sommer 2017 beispielsweise im Bayerischen Landtagswahlkampf oder Sommer 2018 im Bayerischen Landtagswahlkampf hat beispielsweise die CSU ja sehr stark versucht, diese wirklich eine dezidiert rechtspopulistische Rhetorik eben auch anzuwenden, ja, oder eben gebraucht. Ne? Da war dann Alexander Dobrindt sprach von der konservativen Revolution, die stattfinden müsste. Und eben auch in ähnlicher Weise wurde da eine Rhetorik aufgegriffen. Und ja, das ist natürlich, dass solche Rhetoriken sind natürlich zu kritisieren als geschichtsvergessen und eben natürlich auch als sehr weit rechts stehend so mit den Implikationen, die das hat. Aber eben bemerkenswert ist ja, dass es in der CSU eben auch andere Stimmen gegeben hat und die Partei da sozusagen ja verschiedene, ich sag mal, schlingernde Linien oder eben verschiedene Auf- und Abs sozusagen in der Rhetorik bemüht hat oder verschiedene Strategien angewandt hat und eben auch tatsächlich mit der eigenen Basis vielleicht tatsächlich auch mit so einer Rhetorik in Schwierigkeiten geraten ist. Und von daher würde ich jetzt die CSU beispielsweise hier nicht als rechtsextreme Partei bezeichnen, auch wenn sie, wenn einzelne Akteure bestimmte Rhetoriken genutzt haben in dieser Zeit und das eben auch so benannt werden muss. So. Ja, aber ich glaube, da ist die Abgrenzung, gibt es einen innerparteilichen Diskurs darum oder nicht? Vielen Dank. Ich wollte auch noch mal darauf hin, wir hatten eben eine Wortmeldung. Leider können wir in diesem Rahmen keine Videos oder mündlichen Wortmeldungen zuschalten. Es wäre wunderbar, wenn die Person, die die Hand gehoben hat, technisch ihren Beitrag noch in den Chat schreiben könnte. Dann würde ich den vorlesen. Das ist technisch hier möglich. Genau. Und vielleicht würde ich noch eine Frage auch zu Ihrer Wahrnehmung, ja, Sie nannten das Geschichtsbewusstsein und ja auch eine Veränderbarkeit von Geschichte. Wie nehmen Sie diese Wahrnehmung unter Jugendlichen aktuell da, mit denen Sie ja wahrscheinlich in Ihrer Arbeit immer wieder zu tun haben? Weil es gibt ja auch gerade mit Blick auf die Fridays for Future Proteste eben eine durchaus eine Politisierung unter jungen Menschen, auch Medienkompetenzen, neue Protestformen entwickeln sich. Ja, ist die junge Generation da aus Ihrer Perspektive nicht auch eine Hoffnung? Ja, auf alle Fälle. Und ich würde mich diesen pessimistischen Deutungen, dass Jugendliche sich nicht mehr für Geschichte interessieren und dass die da also sozusagen nicht abzuholen sind, denen würde ich mich eigentlich überhaupt nicht anschließen vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen. So, es kommt eben tatsächlich darauf an, wie ich an die Geschichte vielleicht rangehe. So, ja, und die Erfahrung ist tatsächlich mit eben Geschichtsprojekten oder Zugriffen auf Geschichte vor Ort oder eben auch an eine Lebenswelt anzuknüpfen, also bestimmte vielleicht auch jugendkulturelle Szenen in ihrer historischen Entwicklung zu sehen oder tatsächlich auch zu fragen, na, was wäre denn ein Punkt, der euch interessiert? Gerade auch beispielsweise bei der Vorbereitung von
historischen Exkursionen, Gedenkstättenfahrten, ja, also ich nehme das ja schon als Problem wahr, dass das weitgehend Zwangsveranstaltungen sind, dann wird halt in so eine Gedenkstätte gefahren, so. Und ich glaube, dass auch da die Möglichkeit besteht, eben auch mit Schülerinnen und Schülern oder mit Jugendlichen auszuloten. Also ist klar, es wird irgendwo hingefahren, Schule bleibt irgendwo, vielleicht auch eine Zwangsveranstaltung, aber natürlich in einem Rahmen des Möglichen zu gucken, na, wo wollt ihr denn überhaupt hin? Oder man könnte ja gemeinsam recherchieren, was könnten Ziele sein? Ne? Also interessiert euch jetzt das Hambacher Schloss oder eben, klar, Nationalsozialismus, merke ich, ist ein Thema, was gerade Jugendliche nach wie vor interessiert sozusagen. Und was könnten das für Orte sein? Ja, so, also da selber eine Beteiligung quasi zu ermöglichen. Und da habe ich den Eindruck, dass es da eben ein großes, nach wie vor großes Interesse gibt. Und da bin ich auch im Übrigen der Meinung, dass es da auch keine besondere Pädagogik jetzt geben muss für jugendliche Schüler oder eben auch Erwachsene, denen jetzt zugeschrieben wird, dass sie nicht von hier sind. Ja, also das ist ja auch immer ein großes Thema. Muss es jetzt hier eine spezielle Pädagogik für migrantische Milieus, jugendliche Zielgruppen sozusagen geben? Mit Blick auf den Nationalsozialismus würde ich sagen, der ist tatsächlich so weit weg, ja, 75 Jahre, 76 Jahre nach Kriegsende, wo selbst Kinder, deren Eltern sozusagen immer schon als Deutsche gegolten haben, selbst über die Großeltern keine Bezüge mehr zu der Zeit haben, unterscheidet diese Kinder und Jugendlichen nicht von Menschen, deren Eltern und Großeltern hier vielleicht nicht gelebt haben, so in der Zeit. So, ne? Also das heißt, ich glaube, dass über eine Geschichte, die dann tatsächlich eben an Lebenswelten anknüpft, was eben eine örtliche sein kann, aber auch eine Zugehörigkeit zu bestimmten Szenen oder Subkulturen, dass da eben Zugang zur Geschichte auf alle Fälle möglich ist. Und ich würde mich tatsächlich diesen Pessimismus da gar nicht anschließen wollen. Danke. Noch eine kurze, knappe, anonyme Frage. Mit Rechten, Rechtsextremen diskutieren? Wenn ja, worauf ist zu achten? Das ist eine gute Frage. Also ganz grundsätzlich würde ich nochmal unterscheiden. Ich diskutiere ja mit vielen Menschen im Rahmen von Seminaren oder auch Vorträgen oder Workshops, wo ich jetzt erstmal gar nicht weiß, wie die so drauf sind, ne, wie die verortet sind. Das heißt, ich werde da natürlich auch mit ausgrenzenden, diskriminierenden Meinungen sozusagen konfrontiert. Wovon ich aber tatsächlich, wo ich skeptisch wäre, wäre tatsächlich jetzt mit extrem rechten organisierten Akteurinnen zu diskutieren. Ich glaube, da kommt man an der Stelle kaum weiter. Insofern würde ich, wenn man so will, idealtypisch unterscheiden, habe ich jetzt mit Ideologieproduzentinnen zu tun, also die bestimmte Diskurse prägen, machtvoll prägen auch, habe ich mit Menschen zu tun, die diese Ideologien quasi nur in Anführungszeichen konsumieren oder eben aufgreifen, rezipieren. Da würde ich sehr wohl diskutieren und sprechen und dann kommt es sozusagen, glaube ich, immer darauf an, Gesprächsregeln in dem Sinn oder auch festzulegen, worüber denn nun gesprochen wird. So, ne? Also die Herausforderung, ich glaube, das habe ich ja versucht, in dem Vortrag auch darzustellen, besteht ja darin, dass die extreme Rechte oder extrem rechte Argumentation häufig dadurch gekennzeichnet ist, mit sehr großen, letztlich abstrakten Begriffen zu arbeiten, die inhaltlich kaum gefüllt sind oder eben beliebig füllbar sind. Und ich glaube, um da in eine Diskussion zu gehen, wäre es ganz am Anfang wichtig, sich darauf zu verständigen, worüber konkret gesprochen wird. Ja, und tatsächlich das Thema einzugrenzen und darauf zu insistieren, beim Thema zu bleiben. Einschließlich der, eben das war ja hier in unserer Veranstaltung jetzt auch der Fall, im Beginn im Grunde auch darauf hinzuweisen, was die Spielregeln sind, also die Regeln, sage ich mal, von einer
wertschätzenden zivilgesellschaftlichen Form der Auseinandersetzung. Also ausreden lassen, keine Bedrohungsgesten, beim Thema bleiben, ja. Also ich glaube, da muss man jetzt auch nicht, sage ich mal, Experte oder Expertin für bestimmte Aspekte rechtsextremer Geschichtsbilder oder anderer Politikfelder sein, sondern ich glaube, einen geordneten oder eben einen strukturierten Diskurs, der einen Diskurs auf, mit Respekt und auf Augenhöhe sozusagen ermöglicht, das sind die Grundvoraussetzungen. Und wenn das nicht gegeben ist, halte ich Diskussionen da an der Stelle für nicht weiterführend. So. Ich würde jetzt noch die Frage von Swantje Tuch stellen und danach wäre vielleicht noch Zeit für eine weitere Frage, weil wir auch so langsam zum Ende unserer Zeit kommen. Das nur ans Publikum, wenn da eben noch etwas wäre, ist jetzt der Moment. Können Sie noch mehr dazu sagen, wie die Rechte es schafft, die DDR-Geschichte in ihr nationalistisches Weltbild zu integrieren? Denn die sozialistische Ideologie und der Antifaschismus widersprechen ja eigentlich der völkischen Ideologie. Naja, also ich glaube, das ist, da zeigt sich halt wieder auch so ein Grundzug von extrem rechter Geschichtspolitik, aber vielleicht auch gar nicht mal nur auf das Feld Geschichte bezogen, sondern wir haben, glaube ich, oder was extrem rechte Politik grundsätzlich oder so ein Politikverständnis kennzeichnet, ist eine relativ selektive, beliebige Aneignung von bestimmten, sei es ästhetischen Elementen, sei es eben bestimmten auch historischen Ereignissen, Symbolen etc. So, ne? Also Walter Benjamin hat ja schon sozusagen von der Ästhetisierung der Politik sozusagen gesprochen. Also die Menschen kommen im Nationalsozialismus oder im Faschismus nicht zu ihrem Recht oder die Massen kommen nicht zu ihrem Recht, aber zu ihrem Ausdruck. Und eben darauf hingewiesen, dass eben tatsächlich es gar nicht so sehr um ausformulierte Inhalte geht, sondern um die Übernahme von Symbolen, die in einer relativ selektiven Art und Weise angeeignet und eben national oder eben völkisch aufgeladen werden. Historisch gesehen war das sicherlich so, dass der Nationalsozialismus oder die NS-Bewegung viel von der Symbolik übernommen hat aus der sozialistischen Arbeiterbewegung. Ja. Das führt also nicht dazu, aber dass man sozusagen diese Bewegung, wenn man so will, Totalitarismus oder Extremismus theoretisch gleichsetzen kann, sondern eben es ist ein ganz klarer Aneignungsprozess, der da stattgefunden hat und eben wo bestimmte Symbole dann eben völkisch-nationalistisch aufgeladen werden. Mit Hinblick auf die DDR jetzt mal konkret geht es gar nicht um eine Auseinandersetzung tatsächlich mit einer umfassenden Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR, sondern eben was vielfach die extreme Rechte fasziniert oder eben auch so beschrieben wird, ist, ich habe das, glaube ich, in einem Vortrag mit einem Zitat irgendwie versucht oder eben auch versucht zu erwähnen zumindest, ist, dass behauptet wird, naja, also das Schlimmste eigentlich, was zur Auflösung eines Volkes oder einer gedachten Nation führt, ist diese westliche Dekadenz. Ja, das ist sozusagen dieser Werteverfall durch diese westlichen Spaßgesellschaften, wie Jörg Meuthen sagt, zum kulturellen Niedergang führen. Und was die Rechten sozusagen fasziniert ist, also oder eben was sie dann sagen, was sie da positiv dagegen abgrenzen, ist eben tatsächlich so eine sehr autoritäre Ordnung, wie sie beispielsweise der Realsozialismus sozusagen vertritt, der sich eben auch umgekehrt wiederum nationalistischer Symbole bedient hat. Ja, also der preußische Stechschritt in der Nationalen Volksarmee, die Massenaufmärsche, die Fackelumzüge und so weiter. Das ist sozusagen eine Ästhetik gewesen, mit der die extreme Rechte immer schon irgendwie natürlich viel anfangen konnte. So, ne, dass das Ganze natürlich auch das Resultat einer Konfrontation gewesen ist und eben die eben auch zwischen Faschismus und Antifaschismus gelaufen ist und dass die DDR auch in vielerlei Hinsicht ihre, wie immer zu bewertenden, eben auch antifaschistischen Wurzeln hatte, ja, die dem total entgegenstehen, das wird ausgeblendet.
Ja, also es geht hier nicht um einen Geschichtsdiskurs, der eben tatsächlich eine Vielstimmigkeit oder eben tatsächlich auch Widersprüchlichkeit aushält, sondern es ist eine selektive Aneignung. So. Wir finden das im Übrigen auch in anderen Feldern, dass es auch in Teilen der extremen Rechten eine erhebliche Faszination gibt für den Dschihadismus, ja, oder eben für den militanten Islamismus. Weil auch da argumentiert wird, das ist eine Bewegung, okay, die werden wir bekämpfen, aber die stehen uns immer noch näher als eben diese westliche Dekadenz, weil die bekämpfen auch den Westen. Ja, also da gibt es tatsächlich erhebliche, eine selektive Aneignung. Und so funktioniert das. Vielen Dank. Wir haben noch eine abschließende, eher pädagogische Frage wieder von Markus Moog. Wenn Geschichte heute vermittelt werden und erlebbar, nachvollziehbar gemacht werden soll, steht man oft vor einem Entertainment-Problem. Die jungen Leute der Generation Z suchen oftmals nach einem Nutzen, sich mit Dingen zu beschäftigen. Es muss attraktiv und komfortabel sein. Ist historische politische Bildung auch eine Frage der Darbietung? Ja, sicherlich auch. Also gerade wenn es um diese Frage geht, soll jetzt nur abstrakt über Demokratie gelernt werden oder sollte nicht das Ziel sein, also Lernprozesse so einzurichten, dass eben sie auch sozusagen demokratisch geprägt sind. Also natürlich geht es auch um die Form von Darbietung. So. Was ich natürlich skeptisch sehe, also man müsste definieren, was wir dann jeweils unter Darbietung verstehen. Ich bin sehr skeptisch, was historisches Reenactment betrifft, ja, also das Nachspielen historischer Szenen, das würde ich jetzt mal komplett in Frage stellen. Das hat meiner Ansicht nach auch kein aufklärerisches Potenzial. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, im Bereich von historischer politischer Bildung sie insofern attraktiv zu machen, dass sie eben auch Selbstwirksamkeitserfahrungen produzieren kann. Ja, also und das merke ich eigentlich immer bei Jugendlichen oder Schülerinnen, die dann eben in so einem Projekt beispielsweise unterwegs sind, wenn sie sozusagen ein Ergebnis produzieren. Natürlich, das ist ein Ergebnis, aber das ist auch das, worauf sie dann eben auch stolz sein können und auch zu Recht stolz sind. So, ja? Und das kann beispielsweise sein, ein Projekt, was ich immer gerne sozusagen schildere, ist das vor einigen Jahren in Köln gelaufen mit der AWO. Also ne, die AWO hat da betreibt da ein Jugendzentrum und hat angrenzend, also in einem Stadtteil Köln-Ehrenfeld, also auch migrantisch geprägter Stadtteil, ein Jugendzentrum und eine Seniorenresidenz. So, ja. Und hier war die Idee tatsächlich, ne, also die älteren Leute haben bestimmte Ressentiments, Ängste und Vorbehalte gegen eben die jungen Menschen, die sie eben auch als nicht von hier kommen sozusagen betrachten, weil sie sozusagen in Köln geboren sind, ja. Und die jüngeren Leute nehmen die Alten halt sozusagen als Spießer oder eben als ihnen feindlich gesinnt eingestellt war. So, ja. Und in dem Projekt ging es dann darum, und gleichzeitig war es so, dass die alten Leute viel von früher erzählt haben, also auch vom Zweiten Weltkrieg, vom Nationalsozialismus so. Und da dann die Überlegung war, eben in einem Projekt, was auch vom NS-Dokumentationszentrum mit begleitet worden ist, dass ja die Jugendlichen sozusagen die Älteren befragen könnten, wie es denn früher in Köln-Ehrenfeld gewesen ist oder in Köln gewesen ist, wie das im Zweiten Weltkrieg oder in der Nachkriegszeit gewesen ist. Also die dann Interviews geführt haben mit diesen älteren Leuten. Und das hatte dann die Komponente sozusagen, dass es also A, eben so einen intergenerationellen Dialog gegeben hat. Es wurden sozusagen auf diese Weise eben auch der Versuch unternommen, Vorurteile abzubauen. Und es hatte insofern eben auch wieder den gemeinschaftsstiftenden Ansatz, dass es sozusagen um die Geschichte des Stadtteils ging, der heute eben, in dem heute Kinder sozusagen, Jugendliche unterwegs sind, vielleicht deren Eltern, Großeltern erst nach Deutschland gekommen sind, aber die sozusagen als Deutsche in Ehrenfeld geboren sind und eben Menschen, die da seit 70, 80 Jahren leben. Ja?
Und das dann zu präsentieren als Ergebnis, ja, und weiß ich nicht, im Rahmen von einer kleinen Ausstellung oder eben einer Würdigung sozusagen dieses Projekts und dass das dann vorgestellt wird und in den Medien präsent ist, das sind Selbstwirksamkeitserfahrungen eben auch, wo ich sagen würde, klar, da geht es um ein Ergebnis, ja, aber ich denke, das ist auch ein Ergebnis, was man präsentieren kann und wo man auch stolz drauf sein kann. So. Ja, vielen Dank auch für die ja, umfangreichen, interessanten Antworten jetzt auf die Rückfragen. Ich würde zum Schluss das Wort noch einmal an Charlotte Dani geben. Und ja, von meiner Seite herzlichen Dank für diesen interessanten Abend. Vielen Dank auch von mir. Ja, ich habe viel gelernt und mitgenommen, allen voran, dass es die Lehre aus der Geschichte und den Blick auf die Geschichte nicht gibt, sondern dass wir eigentlich also als politische Bildungsarbeiter oder auch Forscherinnen und auch Privatpersonen letztlich eher diese Haltung zur Geschichte ändern müssen, wenn wir dieser Aneignung von rechts begegnen wollen. Also die Haltung zu sagen, okay, wir wollen diese Veränderbarkeit von Geschichte und die Vielschichtigkeit, darüber wollen wir sprechen und darüber wollen wir das Gespräch suchen. Und das muss man viel transparenter und offener machen, als das vielerorts noch so der Fall ist. Ne? Das finde ich eine schöne Erkenntnis. Und ich denke, damit können auch viele hier im Publikum vielleicht was anfangen, auch wenn sie nicht so direkt damit konfrontiert sind in ihrer direkten Arbeit. Gut, in dem Sinne also auch nochmal vielen herzlichen Dank, Herr Sturm, für den sehr anregenden Vortrag. Und danke an alle, die da waren und mitdiskutiert haben und jetzt auch bis zum Schluss noch durchgehalten haben. Danke auch an Annalena Groppe fürs Organisieren und Einladen und Zusammenbringen. Das war sehr, sehr reichhaltig. Ja, wir machen diese Landau Peace Lectures, wie gesagt, häufiger. Also bleiben Sie gerne dran und schauen Sie auf unserer Webseite oder melden Sie sich zum Newsletter an, dann verpassen Sie auch nichts. Das nächste Webinar, das wir machen, wird schon am 11. März stattfinden. Da geht es um etwas anderes Thema. Wie gespalten ist Deutschland ein Jahr nach Corona? Hört sich ein bisschen nach so einer Talkshow an, aber wir machen das durchaus fundierter haben 5 verschiedene Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Disziplinen eingeladen, die das von verschiedensten Seiten beleuchten und es wird nicht genauso wie bei Maischberger oder Anne Will ablaufen, also bestimmt vielleicht auch neue Erkenntnisse bringen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen und bis bald.